So, Leute, da sind wir beim nächsten Gameplay. Jetzt haben wir Death in Texas gegen Grixis Phoenix. Ich habe mir auch den Kevin dabei geholt. Servus. Und ja, Grixis Phoenix, Combo-Deck, Turn 1, Turn 2, Turn 3, ein paar Kreaturen aufs Board klatschen und den Gegner umbumsen. Death in Texas, Mono Weiß, ich hoffe, du bist kein unfaires Deck, sonst mache ich dich fair. Ja. Frage, wie gut das funktioniert. Ich sehe da schon eine New Edition auf der Hand, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Ich glaube, Grixis Phoenix ist hier favored. Ja, glaube ich auch tatsächlich. Einfach weil. Ich kenne es ja mit Maverick und ich spiele auch nicht so gern dagegen. Weil es überfährt dich halt ganz schnell. Und was machst du dann? Dann hat er da drei Phönixe liegen. Dann hast du, okay, ich habe eins Squad zum Bloodshed, ich beantworte einen. Und dann. Ja, ich kann noch mit Flickerwisp noch arbeiten. Und, ja, das kriegst du auch mal aber dann, ja, aber dann auch nur so halbwegs, weil er kann ja ganz schnell die Phönixe wiederholen. Ja. Ich glaube, hier ist ein Mulligan, da wird der Arclight Phoenix drunter gelegt. Ich glaube, da ist man ganz froh, dass man die neue Mulligan-Regel hat mit drunter legen. Ja. Bei früher dürfte man auch drauf oder drunter legen, oder nicht? Nee, man musste drauflegen. Ja, man hat gescryed halt. Ja, so kann man auch drunter legen. Ja. Okay. Nur runterlegen. Turn 1, Dark Red Lily. Oh, die mag das nicht. Nee, überhaupt nicht. Das ist ziemlich gut. Das ist ziemlich, ziemlich gut. Mishra's Factory. Hier möchte man dann auf den Beatdown-Plan gehen. Mal gucken, ob man die Lily umboxen kann. Aber erste Runde Lily ist halt schon... Das ist eine Ansage. Ja. Weil jeder One-Drop stirbt. Aus ja. Gerade hinten die Zahlen. Was ist alles? Talia, Mutti, Giver. Ne, Giver überlebt, aber... Ne, Giver wird nicht gespielt. Im normalen Death in Texas. Nee. Aber du hast noch die Raussucher, die Recruiter, die überleben den Quatsch auch nicht. Flickerwisp. Ja, Flickerwisp, ja. Genau. Ist eine Menge. Ja. Aber ansonsten, ich meine, vom Start her ist das jetzt noch nicht so krass, weil man kann ja anfangen mit Revoke und Ähnlichem das abzuschalten. Ja. Da hat glaube ich, Death in Texas eher Angst vor so einem richtigen Combo-Start. Ja, diese Phönixe Turn 1 oder Turn 2, die dann anfangen, Beat für 9. Ja. 9, ja. Beat für 9, Beat für 9 und du bist tot. Genau. Ich bin ganz froh, wenn man nicht gefetcht hat. Ja. das ist wirklich. Ja, manchmal mache ich das ja. Aber zusätzlich spielen die dann Textspieler ja auch noch das Painland. Ja, Engine Tomb. Engine Tomb, ja, genau. Das tut auch mal ein bisschen weh. Genau. Petal, Crack. Boah, das ist ein richtig cooler Start. Was ist das? Flexdown oder was war das? Ja, Flexdown, Port. Ah, da wird auch da. Mutti, Revoker und Stoneforge. Ja, bei Revoker würde ich mal behaupten. Ja. Ja, es sind Flexdowns. Das ist halt, wenn man ein Ding spielt, Cataclysm im Sideboard spielt, spielt man Flexdowns im Mainboard. Eins. Für den Random Faktor. Ja. Er nimmt die Talia. Wow, hat er den Revoker nicht. Ja, gut. Dann spiele ich halt noch einen Swordseize, dann nehme ich dir den Revoker weg und dann habe ich keine Handkarten mehr. Dafür töte ich dich mit meinem Liliana-Ulti. Dafür hast du auch keine Handkarten mehr. Keine nützlichen. Ja, wobei die Stormforge kann ja noch was raussuchen. Ja, und die Skal und die ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Ja, und die Liliana ist halt auch gegen den Beatdown-Plan von der Mishra's Factory nicht so gefeit. Die Factory ist noch. Deswegen wurde sie einfach Turn 1 die Factory gelegt. Ja. Einfach damit sie zuhauen kann. Weil Factory wird erst in deinem Zug zu einer Kreatur, so kann die Lily nichts mit dir anstellen. Das ist gut. Ja. Genau, ja, genau. Das ist halt schon nicht verkehrt. Hat mal Ruhe. Wow, und der Grixis Phoenix Spieler keine Handkarten mehr? Ich glaube nicht, nein. Also hat Turn 2 und der kriegst du Spieler keine Handkarten mehr. Das ist schon okay. Jo, das ist okay. Vor allem, wenn man als Death in Texas Spieler halt immer noch 5 Handkarten hat. Nee, geht man auf die Stormforge. Hätte ich, glaube ich, auch gemacht. Ja, Better Skull. Gute Karte. Die kommt in der nächsten Runde als 4-4er. Oh, Land, das will man natürlich jetzt nicht sehen. Was liegt denn noch im Friedhof? Nichts, was man holen könnte, tatsächlich. Und man legt 3 rein, oder? Zwei, nur. Nur 2, also man kommt nicht so tief. Nee. Ist die Frage, ob man jetzt
zuhaut oder ob man jetzt End of 20 Butterscotch. Ich glaube, man liegt hier End of 20 Butterscotch. Würde ich auch legen. Man ist auf der sicheren Seite damit. Außer der Gegner fängt jetzt an mit einem Cola Guns Command. Aber Phyrexis Phoenix spielt, glaube ich, keinen. Nur die Control. Echt? Das ist so, ich finde, das ist so eine gute Karte. Dann würde ich einfach eins spielen. Und dann, obwohl das auch nicht verkehrt. Ja, macht halt aktuell noch nicht so viel. Hast du aus dem Spellbook? Ja, genau, aus dem Spellbook. Finde ich tatsächlich sehr hübsch. Hm. Weil er auch sehr dunkel ist. Ich mag tatsächlich das Chandra Spellbook sehr. Und Das rote. Ja, genau, das Chandra. Dunkelrote. Genau. Sieht ganz nett aus. Das ist auf jeden Fall, End of Turn Betterscar mit Token. Und dann. Sind auf der Hand jetzt noch. Port, Mutti und drei Unbekannte. Ja. Port, Mutti und Snow Covered. Plates. Spots. Oh, das ist gut. Das Emblem hätte 7 gekostet, ne? Ja, genau. Deshalb, also das ist schon nicht verkehrt. Farbloses, mal activated. Schwingt. Eins. Dann ist sie auf 1. Oh, das fing so gut an. Ja, und auf 24 Leben, das ist... Rum. Ja, ich sag's immer wieder, Discard ist gegen Death and Taxes nicht so geil. Und wenn man dann halt noch 2-3 Discard hinter mehr spielt, tut dem Deck nicht so weh, wie es tun sollte. Ja. Sag ich immer wieder. Finde ich tatsächlich, merke ich mit Maverick ja auch. Ja, genau. Das ist halt, diese fairen Decks sind halt dagegen ziemlich gut gewappnet. Hm. Ja, Sideboarding. Ich glaube, anstelle vom Death and Taxes-Spieler, du könntest eine Menge boarden. Gerade sowas wie Divining Silence. Macht Sinn gegen das Deck. Genau. Ich weiß nicht, ob ein Prelate noch im Sideboard rumschlummert. Ja, Prelate kann man noch reinnehmen. Rest in Peace. Ja, Rest in Peace gut. Ja, also ja, weil sie halt viele im Friedhof arbeiten. Ich hätte jetzt nur den Phoenix. Cable Therapy, ja. Pyromancer dann wieder gut. Ja. Der normalerweise spielen die auch ein One of Cling to Dust. Ja. Und das Cling to Dust ist ja auch mit Friedhof raussuchen und Rumgeschiss und Gedönse. Okay, und der Krixis Phoenix Spieler Massaker? Nee, kein Massaker, aber die Kreatur dafür. Der gute alte Plague Engineer. Gute Karte. Mhm. Gute Karte. Spiele ich ja selbst in Maverick mittlerweile. Ja. Es gibt ja Death and Taxes Listen, die sich schwarzen nur für den splashen. Ja. Mulligan. Für den Death and Taxes Spieler. Phoenix kommt klar, anscheinend. Ich sehe einen Badlands, ich sehe einen. Was ist denn? Brainstorm. Ja, ganz vorne ist ein Brainstorm. Wenn ich Kopf drehe, ich will. Ein Kopfdreh funktioniert nicht tatsächlich. Man muss das so ein bisschen anfangen zu erahnen. Und also irgendwie ist die Mana-Basis von dem Grixis Phoenix nicht so stabil, oder? Habe ich das nur das Gefühl? Nein, in dem anderen Gameplay hatten wir das ja auch schon gesehen. Mhm. Ja, das kommt ja hier vor, das andere Gameplay. Oh. Ja. Warum fängt der Death and Taxes Spieler an? Was? Hat doch gemacht. Hat der Phoenix-Spieler gesagt, der andere soll anfangen? Muss ja. Ja, ja. Es muss ja, der Phoenix-Spieler muss ja gesagt haben, der andere fängt an. Wollte die Karte ziehen. Da habe ich, also ich kenne, ich als alter Adrag-Bro. Ne? Ja, stimmt, Adrag-Spieler, ja, der alte Adrag-Spieler, wo Modern noch cool war. Ja. Da haben die Gegner dann auch immer doof geguckt, wenn sie, komm, Port. Du mal. Ja. Ja, muss ja. Das ist halt schon, jetzt mit Port, das ist halt schon hart. Das ist schon hart. Badlands, Petal, oh, das könnte, okay. Ich wollte sagen, oh, das könnte was werden. Aber ich sehe einen Phoenix noch auf der Hand. Das ist schon nicht so geil. Vor allem mit dem Divining Silence, ein Spell pro Runde. Okay, jetzt liegt der Dival raus und portet nicht mehr. Dann Brainstorm, End of Turn, okay.
Ja, die Phoenix Islands, das ist auch... Gute Karte, also wenn man hier einen Brainstorm, macht man halt sonst nichts in den Turn. Und dann nimmt man lieber diesen schlechten Brainstorm als den noch schlechteren Brainstorm im eigenen Zug tatsächlich. Mhm. Gerade als Phoenix-Deck. Es gibt Phoenix-Listen, die mit dem guten alten Bob Dark Confident spielen. Ja. Das ist hier keine Liste tatsächlich mit Dark Confident. Die habe ich auch schon selbst gespielt. Genau, die Dark Confident-Listen sind auch jetzt, finde ich persönlich, gar nicht mal so schlecht, gerade in solchen Matchups, weil der Dark Confident einfach gratis Karten zieht. Wenn er mal einen Phoenix hittet, tut das mal weh. Das sind halt vier, aber das ist okay. Ja, das, du spielst Sylvan Library. Das macht genau dasselbe bei jeder Karte. Also, ja, das stimmt. Oh, Black Engineer. Sagt man hier Elemental, wenn man sieht, dass hier jeder zwei Flicker hat? Oder sagt man hier Human? Man sagt Elemental, weil er hat seinen eigenen Phönix. Und so kriegt er den sicher durch, würde ich mal behaupten. Ja. Ich weiß es nicht, ob was von beiden gesagt wurde. Ich gehe mal davon aus, dass ich das Human gesagt wurde. Ich hoffe natürlich, dass Elemental gesagt wurde. Okay. Er hat das Wasteland angetäuscht und legt noch eine Phoenix Islands. Und dann wird einfach geportet. Ja. Hätte man aber auch Wasteland können. Mm, musste man jetzt nicht unbedingt... Ich weiß nicht, ob auf der Hand jetzt noch irgendwas Wichtiges man ist. Man hätte auch Wastelanden können und porten können. Warum das zweite die Phoenix Islands? Grixis Phoenix spielt mittlerweile diesen... Wie heißt denn dieser Adventure-Dieb? Ah, Brazenborough. Brazenborough, genau. Ein bis zwei Stück, weil der ist ja auch ein Spell. Also ein Instant Resource-Free, genau. Adventure ist halt ein Instant. Und damit wirst du halt auch nervige Sachen wie eine Leyline los, was du sonst im Grixis halt einfach nicht wirst. Ja, stimmt. Deswegen, der ist schon, wie sagen die coolen Kids auf der Straße, stabil. Stabil. Brazenborough ist stabil, Junge. Ja, ja. Vor allem jetzt mit Wasteland und Port plus Elder Fiole kann man jetzt halt mal schauen, was man jetzt macht. Man jetzt Wastelandet. Portet, er spielt Land, hat immer noch drei Mana, ne? Also hat das Battle erliegen. Aber macht's trotzdem. Kommt die End of Turn noch was? Wieder End of Turn Brainstorm. Ja, man muss halt die ganzen Petals für die Blau sourcen, weil man halt keine Blau Source hat, oder? Spielt er keinen Basic Blau? Doch, doch. Aber er muss er halt auch erstmal irgendwie finden. Er hat ja noch nicht mal ein Fetchland gehabt. Ja. Und wieder zwei. Aber ich sehe tatsächlich eine Volcanic. Ne, ein Fetchland, das ist ein Rot-Blaues. Scalding Tarn. Ja. Ganz altes Scalding Tarn. Ist ja beim Domme eigentlich immer First Edition? Ja, nicht immer, aber... Ja gut, ich versuch's ja auch, aber so ein Bird oder ein Duel hast du halt nicht First Edition. Ja, First Edition hast du selten. Und hier hast du ja schon im Gameplay davor gesehen, der Pyromancer. Geht er so langsam in Richtung... Ne, Promos, so aber non-voll-Promos, genau. Ja, ja. Ähnlich auch wie die Ponder. Die Ponder, genau. Dann hat er auch die Lightning Bolts, glaube ich. Die Lightning Bolts sind auch aus dem Grand Prix. Die haben wir doch aus dieselben, die wir in Bologna gesehen haben, genau. Und noch so ein paar andere Sachen. Ich glaube, die Brazen Burrer sind noch nicht in dem alternativen Artwork, aber die sollen, glaube ich, noch kommen. Oh, ich hatte jetzt, wo wir sind halt hübsch, die kosten kleine Turnier hatte ich einen gesehen. Ich weiß es gar nicht. Oh, endlich ein Fetchland für eine Blauquelle. Mhm. Aber dann liegt halt immer noch der Port von Death and Taxes. Das Spieler ist halt nicht so geil. Aber da ist der Brazenborough. Ja, und er ist nicht in dem... Nee, ist nicht in dem Ding. Aber er ist sehr gut hier auf der Fiole, weil es einfach ewig lang jetzt dauert, bis der wieder ins Spiel kommt. Ja. Und Beat für 2 und danach hat er den Brazenborough, den er reinflashen kann, wenn er die zweite Blauquelle hat. Das heißt, er kann, also auch ein Kreaturenspell, das wird von die Phoenix Islands nicht... Genau, nicht tangiert, aber halt mit dem Port. Wird ein bisschen dauern, okay. Oh, Flickerwisp. Hardcast Flickerwisp. Okay. Also wurde nicht Elemental angesagt. Ja, aber er könnte jetzt den Black Engineer mit dem... Ne, macht er nicht. Nein, dass er dem Gegner die Chance geben, den zu removen, gerade das wäre halt nicht so geil. Ja. Ne, Caracas, ich vermute mal, das ist jetzt einfach nur dafür da, damit dieses Gepoke mit dem Black Engineer aufhört. Mhm.
Gerade jetzt mit aber dem Burrow. Aber warum das Caracas jetzt nicht nochmal benutzt? Ah, es kommt am Ende von weil's Zug. Weil es Zug wieder reinkommt. Die hätte Fioli ja leider. Ja, sonst hätte die Fioli wieder spielen können. Das wäre ziemlich gut, tatsächlich. Weil die Fiole ist bei wenig Mana auf beiden Seiten. Es haben ja beide Seiten wenig Mana. Ist das halt echt key irgendwo. Gut, man hat das Caracas auf dem Board, zieht noch ein Caracas nach. Langsam hat der Grixis-Spieler doch genug Mana. Jetzt, der Phönix kostet rot, rot. Ein rotes, drei farblose. Jetzt könnte man halt tatsächlich einfach auf Volcanic into Phoenix into Schwing in dein Gesicht gehen. Ja, mit dem Phoenix halt. Weil der Phoenix bleibt halt für immer weg. Also ich glaube, es ist keine Möglichkeit mehr, irgendwie zwei von den Silence wegzubekommen. Nee, glaube ich auch nicht. Ich würde aber trotzdem den Phoenix aufspielen. Ich würde auch mit beiden All-In gehen und dann würde der Black Engineer sterben. Der Phoenix wäre weiterhin auf dem Board und bis dann wieder was in der Luft kommt, hat man den noch. Ja, schon. Man sieht ja noch die Flickers. Da muss ja im Endeffekt nur eine Ebene von oben kommen. Das, also es ist nicht so einfach tatsächlich. Sagt man komplett Go. Drei hat da kommt die Ebene von oben. Ja, und dann kommt die nächste Flicker Wisp. Into Flicker Wisp, into Flicker Wisp. Ja, man könnte jetzt die Flicker Wisp und könnte damit die Flicker Wisp Flicker Wispen. Ja. So viel mehr Flicker Wisp, ja. Damit man dann in End of Turn geht, End of Turn flickert die Flicker Wisp. Ah, in Response auf den Trigger, bevor irgendwas getargetet wird. Geht mal fetchen. Glaube ich, ist nicht so gut. Man hätte hier warten müssen, bis die Flickerwisp irgendwas rausnimmt. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht, dass man das vielleicht noch vorher macht. Ja, weil dann kommt, man sieht die Flickerwisp noch schweben, sie hat das Board noch nicht gehittet. Ah, man will den Brazen Burrow spielen. Dann landet die und dann wird das Volcanic angedatscht in der Corona-Zeit. Ah. Jetzt wurden ja auch dieselben Würfel benutzt. Ja. Wir küssen uns ja seit Corona nicht mehr auf den Mund, das macht schon mal Spaß. Also ein Domme. Nicht in der Öffentlichkeit. Ich bin eine Freundin, die eben dran sitzt. Nee, also ich glaube hier, man hätte hier warten müssen, bis das Flickerwisp wirklich hittet. Okay. Dann hätte man jetzt vielleicht eine Rotquelle gehabt. Aber die Frage ist, inwieweit das wirklich tangiert. Das war ein Upgrade, glaube ich, im Full Art. Auch nicht schlecht. Und immer noch das Scaldingtarn. Vier Schaden auf eine nicht fliegende Kreatur? Nee, drei Schaden auf irgendeine Kreatur. Oder ein zerstörtes Artefakt. Genau. Was aktuell noch irrelevant ist, aber man könnte hiermit halt eine Flickerwisp abräumen mit einem Fetch. Könnte dann mit beiden mal All-In halten und dann jetzt anfangen zu gucken, was passiert. Weil wenn jetzt dann tatsächlich der Black Engineer geblockt würde, damit er überlebt, kommt danach halt der Phönix. Und wenn beide geblockt würden, würde danach halt immer noch der Phönix kommen. Ja. Denke. Gut, aber Prade ist jetzt raus, weil die Phoenix Silence sagt nein, nach dem Brainstorm. Ja, das stimmt. Die Phoenix Silence ist halt, ist halt eine Karte. So wunderschön. Ich spiele aktuell, glaube ich, vier bei mir im Dessen Text im Sideboard. Ich glaube sogar vier. Da kommt jetzt The Prade auf einen. Ja. Einen der Flickerwisps. Dann ein Draw. Mishra's Factory. Gute Karte. Und spielt man jetzt, ja. Ja. Jetzt kommt die Fiole wieder. Jupp. Dann kann man rot porten. Man hat aber das Fetchland, um nochmal rot zu holen. Ja, das nicht so verkehrt ist. Genau, man portet das Rote. Die eine Insel versteckt sich hinterm Sumpf. Kommt fein nimm raus. Nimm nicht mich, nimm nicht mich. Ja, ja. Ja, aber es ist auf jeden Fall genau, langsam, aber sicher das Spiel, was Death in Texas möchte. Ja. Es baut sich so langsam auf. Und ja, aber man darf sich halt nie, andersrum, man muss sich das halt immer vor Augen halten, dass Grixis Phoenix halt eben kein Grixis Control Deck ist. Mhm. Es hat so leichte Kontrollelemente, aber es ist halt kein Control Deck. Und das ist halt schon ziemlich wichtig, dieser Unterschied. Ja, das stimmt. Ist jetzt vielleicht nach dem Boarden noch ein bisschen controlliger geworden. Wahrscheinlich sogar. Obwohl ich ja eher gegen Death in Texas versuchen würde, schneller zu werden. Ja, denke auch. Aber schneller kannst du halt nicht mehr werden. Ich glaube, das Mainboard ist schon so weit optimiert von der Geschwindigkeit, dass du da nicht schneller wirst. Denke nicht, dass das noch groß schneller wird.
Aber gut, der Start war irgendwie ein Fehlstart gefühlt, weil das in Texas hätte nicht anfangen dürfen. Ja. Und legt halt die Phoenix Islands. Das halt schon. So. Ja. Ja. Spaß für Crixus. Wie gesagt, wenn da halt der Gegner zum Anfang gebeten wird, habe ich auch schon tatsächlich gemacht. Ja, gerade wenn man sowas wie Lilly oder so gespielt hat, ist es natürlich besser, wenn Lilly spielt und was abräumt. Und wenn man diesen Start vorhatte, ist es genau nur die Winning Silence, die einen stört. Ja. Und gerade wenn man so Heavy-Karten-Combo-lastig ist, weil man braucht hier eine Menge Karten für die Combo, kann ich das schon sehen, dass man dort eben eher in diesen Style geht, in diese Richtung. Dass man sagt, einen nehmen wir mit. Genau. Und dann überfahren wir. Genau. Darf halt nur nicht die wenigen Silence kommen. Das war halt schon Zuckerstart. Ja. Okay, es kommt kein Phönix, es kommt der Ponder. Ja. Ist der Phönix noch da oder wurde der weggebrainstormt? Ich glaube, der wurde mittlerweile schon weggebrainstormt. Ja, ich würde mal einfach mit dem Brazen Burrow reinhalten. Man blockt. Ja. Weil mittlerweile liegt die Mischras unten. Und die Mischras hält ja auch einiges weg. Ja, ansonsten von Death in Texas Seite, das kann man ziehen. Mutti wäre ganz gut, aber Mutti wäre direkt tot. Ja, ich glaube, man bräuchte langsam eine Antwort für den Black Engineer. Ein Schwert. Ja, ein Schwert wäre gut. Schwert wäre gut, dann kann man wieder mitspielen. Ich sehe eine Talia, ja. Ich sehe ein Sword of Fire and Ice und die oberste Karte habe ich nicht erkannt. Hatte ich auch nicht erkannt. Ja, hier wurde schwarz weggeportet, eben damit man nicht auf Lilly geht, aber der Phoenix ist noch in der Hand tatsächlich. Ich glaube sogar zwei. Ja, drop it. Drop it like it's hot. Ja, ich denke auch. Phoenix und dann einfach nur entweder nur mit dem Phoenix schwingen, doch man schwingt nur mit dem Phoenix. Ja, klar. Für eins kommt nichts in der Luft. Das geht ja erst auf drei los. Der hat Haste. Es kommt kein Phoenix. Ja, man kann nur noch fetchen into Phoenix. Nein. Doch, klar. Doch, klar, das geht. Ja, genau, ja, genau, genau, ja, das geht. Fetchen. Die Winning Silence ist wirklich nur Anti-Nicht-Kreatur. Anti-Non-Creature. Da ist bei gewesen, ne? Den nimmt er sich mit. Ja. Aber ansonsten... Das andere war Mist. Ich würde den Phoenix ziehen, würde dann fetchen und würde in den Beatdown gehen. Ja, so langsam einfach runterspielen. Ich glaube, das hat er auch gemacht, wenn ich es richtig gesehen habe. Oder ist das ein Pyromancer? Das ist ein Pyromancer. Stimmt. Das ist ein Phoenix und eine andere Karte. Das ist nur ein Phoenix tatsächlich, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, was da auf der Hand ist, aber es scheint genug zu sein, dass man lauert. Oh nein. Schwert. Badass Girl. Die ist ziemlich vernichtend für so ein Rix-Stack, wenn es nicht gerade Upgrade hat. Das Upgrade ist aber dahin. Ja, ist die Frage, ob ein zweites im Deck ist. Vielleicht im Sideboard ist jetzt reingekommen. Könnte sein. Das kann natürlich sein, genau. Aber die große Frage ist, kann man das hier noch ziehen? Oder war das ein Upgrade in der Hand? Tatsächlich eine rote Karte, die wir jetzt nicht gesehen hatten. Jetzt kommt der Phoenix. Jetzt kommt der Phoenix. Für drei. 13. Ja. Oh, man kann natürlich nächste Runde das Sword of Fire and Ice an den Badaskar legen. Ja. Ja. Und dann geht man hauen. Meine Kuh. Block mal mit dem, genau. Genau das. Okay, man geht trotzdem. Jetzt kann man halt End of Turn Italia reinlegen, man hat Skalkast noch offen. Und dementsprechend kann man jetzt halt immer noch blocken. Der Phoenix ist halt sehr ärgerlich, aber jetzt kann man halt, wenn jetzt keine Antwort kommt, kann man jetzt auch die Badaskull an die Talia ausrüsten. Das würde gehen, aber man kriegt doch auch das ganze Leben noch, oder? Warum hat man... Ja, man hätte noch vier Leben bekommen. Ja. Sechs, weil das Schwert ja auch noch dran war. Ja, sechs Leben hätte man noch bekommen. Deswegen 25. Ja. Dann jetzt für sechs. Wenn man wieder auf 19, ja. Aber... Ah ja, da ist doch schon. Nee, jetzt doch mal auf 13. Also tatsächlich ist das...
gar kein aufgefallen. Also es ist schwierig, denke ich. Aber ich weiß nicht, ob es relevant ist. Das werden wir jetzt ja sehen. Weil ich glaube, wenn jetzt... gibt Schutz vor Rot. Das ist halt Anitalia, ja. Angriff für 4, Ping, 1 und Phoenix. Ja, das ist schon... Karte, das ist so egal, glaube ich. Ja, ich denke auch tatsächlich. Wobei, wenn jetzt die Phoenix wieder zuhauen... Ah, Ping, ja genau, Ping, Phoenix. Hat nur 2 Händen. Ja, das stimmt. Ballert man jetzt so weg. Das stimmt. Auf der anderen Seite kann man hier immer noch verteidigen mit einem Mishra's Factory. Und man hat sogar noch das Caracas offen, um die zu bouncen. Die Talia, falls. Ja. Die auf. Ja, und wenn man die Talia nicht bounce, dann bounce man sich die Bellasky. Ja. Das ist halt. Birdlife, ja. Okay, 2 Tokens. Aber wenn jetzt die Bellasky an die Talia noch angerüstet wird, ist keine Handkarten mehr von dem Griegs des Phoenix-Spieler, korrekt? Ja. Nee, keine mehr. Dann wird jetzt die Talia mit einem Betterskull ausgerüstet. Das wird hart. Vernichten. Das sind. Ja, ich glaube. Die Betterskull gibt +4/+4 Wachsamkeit und Life. Genau, und dann ist man halt auf 8 Damage, 8 Leben. Pinkt nochmal für 2, macht man 10 Damage, hat der Gegner noch 3 oder man pinkt irgendwas weg. Boah, das ist schon ziemlich mies. Ich weiß auch nicht, ob hier. Irgendeine Karte ist, die rausholt. Also ich weiß nicht. Ich glaube nicht mehr. Ich weiß nicht, ob Mass Removal gespielt wird. Was könnte man denn spielen als Mass Removal, der irgendwie... Ja, ist halt schwierig tatsächlich, ja, sehe ich auch. Massaker. Wobei man könnte halt... Oh, noch ein Swords. Jetzt ist wirklich alles da. Man könnte tatsächlich, wenn man jetzt mit Upgrades oder ähnlichem noch ein zweites zieht, könnte man zumindest das Schwert noch weghalten und könnte halt so lange Tokens stallen, wenn man Glück hat. Gut, man hätte das Schwert weghalten können, dann hätte die Talia 6 gehabt, 6-5. Ja. Dann hätte man die Nightmare mit Tod blocken können. Mit ja. Angriff damit, Ping damit, Draw a Card. Jetzt kriegt man auch mal Leben. 7. Ja. Und Draw. 8 Leben kriegt man. Ja, noch ein Birdlife. Ja, noch ein Birdlife. Das ist okay. Over. Ja, 2-0 für das Texas nach einem wirden Start. Hätte ich nicht gedacht. Ja, ich auch nicht tatsächlich. War eher auf der Phoenix-Seite. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.